Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Dreier crasht durch Aquaplaning. GGZ feiert Richtfest für neue Reihenhausanlage und vier Seitenhofsanierung Marienthal. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, es ist Freitag, ein Tag vor dem Wochenende und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell und damit starten wir auch direkt in unseren ersten Beitrag. Nach kurzen, aber heftigen Regenfällen am Donnerstagnachmittag gerieten einige Autofahrer in Schwierigkeiten und es kam zu zahlreichen Unfällen. Unter anderem auch auf der A4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernsthal. Aufgrund von Aquaplaning landeten gegen 15.15 Uhr ein Audi, ein Renault und ein Honda in einem Waldstück. Beteiligt hier waren ein 31-jähriger Audi-Fahrer, ein 59-jähriger Renault-Fahrer und ein 22-jähriger Honda-Fahrer. Das Kuriose dabei ist, dass die Unfallstelle und der Unfallhergang fast identisch gewesen sind. Das heißt, die Fahrer haben die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sind dann in die Leitplanke gekracht und kamen in einem angrenzenden Waldstück direkt neben der Autobahn zum Stehen. Alle drei wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und mussten ambulant vor Ort behandelt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 45.000 Euro und warnt noch einmal eindringlich vor unangepasster Fahrweise bei extremen Witterungsverhältnissen. Unfallursächlich war hier in allen vier Fällen Aquaplaning gepaart mit vermutlich nicht angepasster Fahrweise. Man muss sich das so vorstellen, dass die einzige Kontaktfläche zwischen Fahrzeug und Asphalt der Reifen ist. Wenn dieser mit Flüssigkeit unterspült wird, dann kann es eben sehr schnell zu einem Kontrollverlust mit schlimmen Folgen kommen. Empfehlenswert ist, wenn man merkt, dass das Fahrzeug ein bisschen schwammig wird oder Aquaplaning entstehen könnte, dass man vom Gas geht und bestenfalls auskuppelt. Was man definitiv vermeiden sollte, ist ein starkes Bremsen des Fahrzeugs, weil dadurch begünstigt wird, dass es ausbrechen kann und es zum Unfall kommt. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmal eindringlich darauf hin, die Geschwindigkeit zu reduzieren und große Vorsicht walten zu lassen, wenn Starkregen einsetzt bzw. Aquaplaning herrscht. Viele von Ihnen, liebe Zuschauer, träumen sicher von einem eigenen Haus. Eine gute Alternative sind da auch Reihenhäuser. Richtfest für Reihenhaus-Einfamilienhausanlagen im Stadtteil Eckersbach hat heute die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau gefeiert. Wir waren für Sie mit vor Ort. Richtfest bedeutet in erster Linie, den am Bau beteiligten Handwerkern Danke zu sagen. Genau das hat heute die GGZ getan. Bei bestem Wetter waren aber auch neben Zwickaus Baubürgermeisterin zahlreiche andere Repräsentanten mit vor Ort. Was hier genau in der Komarowstraße 84 im Zwickauer Stadtteil Eckersbach ganz Neues entsteht, erfuhren wir vom Geschäftsführer der GGZ. Ja, das ist tatsächlich wirklich was ganz Neues, weil das haben wir noch gar nicht. Wir bauen hier Reihenhäuser zur Vermietung. Also Reihenhäuser gibt es natürlich aller Orten, aber bei uns, bei der GGZ, haben wir das noch nicht, dass wir mit Reihenhäusern dann in die Vermietung gehen. Das ist ein Standort, wo Blöcke abgerissen worden sind. Ja, 2003 haben hier noch die großen Blöcke gestanden und diesen haben wir vom Markt genommen. Und da gibt es ja diese 10-jährige Sperrfrist, die sind lange um. Und uns stellte sich die Frage, was machen wir mit dem schönen Gelände? Wir sind hier eigentlich ja so im Grünen, da muss man was mitmachen. Und dann kam die Idee auf für Reihenhäuser zur Vermietung. Wie viele Wohnungen entstehen hier genau? Es sind 18 Wohnungen, die für uns entstehen. Das ist hier ein bisschen Besonderheit. Wir haben die Ausschreibung so gestaltet, nachdem wir uns umgetan haben und geschaut haben, wie kann man das vielleicht machen, haben wir außerhalb von Zwickau durchaus Firmen und Projekte gesehen, wo Reihenhäuser entstanden sind. Und daraus gab es Gespräche mit einer Firma und die sagte, ich suche dringend Grundstücke. Und wir haben dann die Ausschreibung so gestaltet, dass wir tatsächlich einen Teil des Grundstücks verkaufen. Und jetzt entstehen 12
12 Wohneinheiten oder Häuser, die zum Verkauf sind. Die haben dann mit uns nichts zu tun. Und 18, die wir dann vermieten. Es ist auch ein bisschen anders angelegt. Wir sind jetzt durch einen eher schmalen Gang gegangen, aber das ist wohl so gewollt, weil die Eingänge so gelagert sind. Die Häuser stehen sozusagen symmetrisch gegenüber, die Eingänge zur Mitte, die zwei Reihen jedenfalls. Es gibt noch eine, wird noch eine dritte Reihe entstehen und auf der Rückseite jeweils ist ein Gartenanteil. Ja, und wenn man hier schaut, also hier guckt man wirklich ins Grüne und dann hat man seinen separaten kleinen Garten und kann da dann auch den gestalten und hat seine Ruhe und sich zurückzuziehen. Verkehrstechnisch gibt es ja trotzdem eine tolle Anbindung direkt in die Stadt. Ja, wir sind in Eckersbach. Eckersbach ist gut erschlossen und da gibt es, glaube ich, nichts zu meckern an der Stelle. Wann ist denn das Ziel gesetzt, wann die Wohnung übergeben werden kann? Wir hoffen, dass wir das zum Weihnachtsgeschenk 22 machen können. Von der Ausstattung her, was ist hier angedacht? Also vom Grundsatz her ist es eine ordentliche, gute Ausstattung. Wir sind im Erdgeschoss, also das Reihenhaus haben wir natürlich nicht neu erfunden. Wir haben im Erdgeschoss ein schönes, großes Wohnzimmer. Wir haben dort die Küche, wir haben dort den Hausanschlussraum und ein Gäste-WC. Oben sind Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer oder Büro oder in welcher Kombination auch immer, mit einem großen, großzügigen Bad. Das alles gut ausgestattet mit Fliesen etc. Ein Highlight haben wir uns noch einfallen lassen. Wir sind hier im KfW 55-Programm, das heißt energieeffizientes Bauen. Haben hier also noch ein kleines bisschen Fördermittel mitnehmen können. Und wenn die Betriebskosten trotzdem noch zu hoch sein sollten, haben wir im Wohnzimmer einen Kamin, den wir mit einbauen. Ist also auch für uns ein Novum. Und da kann man dann mindestens mal Übergangszeiten oder im Winter noch ein bisschen mit nachwachsenden Rohstoffen heizen. Wer sich dafür interessiert, wo kann er sich genau erkundigen und vielleicht sich schon auf eine Liste setzen lassen zum Vormerken? Ja, natürlich bei uns ganz normal über die Homepage bei der GGZ einfach melden. Wir haben es noch nicht in dem Sinne beworben. Wir haben aber auch schon die ersten Anfragen. Und ja, es existiert schon eine Liste, aber gerne sich natürlich bei uns bei der GGZ einfach melden. Und unsere Vermieter wissen da natürlich Bescheid, was zu machen ist. Was bei der Auswahl eines Wohnplatzes immer ganz wichtig ist, das sind ja die Stellplätze für die Fahrzeuge. Ja, insbesondere vielleicht sogar beim Reihenhaus oder so. Jeder hat hier die Möglichkeit, seine Garage zu haben. Nicht direkt vor der Tür, sondern so ein paar Meter abseits. Wir bauen also 30 Garagen und noch 10 Stellplätze. Das ist natürlich für 18 viel zu viel. Aber wir haben anliegend unseren Wohnblock. Und da wollen wir den Mietern auch noch die Möglichkeit geben und die Chance geben, eine Garage anzumieten. Und da gibt es auch schon die Anfragen. Einen wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den Pressesprecher folgte dann das, was zu jedem Richtfest gehört, der Richtspruch. Verhalle sind des Beiles Schläge, verstummt ist die geschwätzige Säge. Drum preiset laut der Zimmermann, so gut wie er es eben kann, den herrlich schönen stolzen Bau, der sich erhebt zum Himmelblau. Unseres Meisters Hand zu aller Freude hier entstand. Nun müssen noch andere vollenden den Bau mit kunstgeübten Händen. Das Innere schmücken sorgsam aus, dann wird's für wahr ein prächtig Haus. Mög Eintracht und Zufriedenheit darinnen herrschen alle Zeit. Mög Lieb und Freundschaft schwesterlich am heimischen Herd begegnen sich. Möge Gott in diesem Hause sein. Darauf trinke ich einen Becher Wein. Den Bauherrn, dem Architekten, vor allem den Handwerkern und allen Anwesenden ein dreifaches, jetzt alle, hoch, hoch, hoch. Dankeschön. Symbolisch der Becher Wein. Dieser Becher Wein sollte natürlich kaputt gehen, dass es auch Glück in dieser Wohnanlage herrscht. Ja, das hier rein, oder? Ja, ja, das machen wir hier gleich. Hat funktioniert, kann nicht mal schief gehen. Danke. Also, ich kann keine Ahnung. Es war dann schon eine echte Herausforderung für den GGZ-Chef, den doch recht langen Nagel im Dachstuhl zu versenken. Gleich tat es ihm dann auch Zwickaus Baubürgermeisterin. Und sie den Rest. So.
So, alles drin, nochmal ein kleiner Applaus. Während sich die Gäste zum geselligen Beisammensein zusammenfanden, haben wir uns abseits mit dem verantwortlichen Architekten verabredet. Ja, Herr Drachenberg, heute mit vor Ort zum Richtfest und das ist ja praktisch Ihr Baby. Was waren die besonderen Herausforderungen an diesem Objekt? Oh, so einfach kann man das gar nicht sagen. Es gab recht viele. Das ist ein ehemalig bebautes Gelände gewesen. Da gab es Baugrunduntersuchungen dazu. Da lagen wir im grünen Bereich, sage ich mal. Wir hatten ein paar Aufwendungen bezüglich der notwendigen Ersatzpflanzungen, die mit dem Umweltamt im Vorfeld oder im Rahmen der Baugenehmigung zu klären waren. Die Feuerwehr wurde mit einbezogen, damit das von Anfang an gleich funktioniert mit der Lage der Stellplätze, Garagen und der Feuerwehrbewegungsflächen. Und die Zufahrten wurden vom Tiefbauamt nochmal genehmigt. Und letzten Endes konnten wir es so umsetzen, wie es mit der GGZ im Vorfeld vorgeplant war. Das war sehr schön. Wir sehen ja heute erstmal den Rohbau, der entstanden ist, aber der Ausbau, Sie haben es ja auf dem Schirm, wie es am Ende mal aussehen wird. Wird es charmant? Unbedingt, das würde ich auf alle Fälle so sagen. Wir haben ja die Art der Bauweise schon an mehreren Objekten umgesetzt, beziehungsweise der Bauträger, beziehungsweise an dieser Stelle der Generalunternehmer, das ist die Viva Projektgesellschaft aus Kirchberg in der Torstraße 13. Es gibt also schon eine zahlreiche Anzahl von ausgeführten Objekten in Grimmitschau, in Werdau, in Kirchberg und ein ähnliches Projekt in Reinsdorf. Am Objekt hier werden regionale Firmen gebunden. Ja, das ist so. Und das sind, Gott sei Dank, will ich sagen, weil es die Arbeit für mich auch etwas vereinfacht, die Firmen, mit denen wir schon öfters zusammengearbeitet haben. Zweifellos eine schöne Lage, in der diese Reihenhausanlage entsteht, fast wie auf dem Land und trotzdem in der Stadt. Der Landesvorsitzende des Weißen Rings, Gerd Mackenroth, und der Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen, Andreas Eichhorst, haben die Zusammenarbeit zwischen Verbraucher- und Opferschutz in einem gemeinsamen Kooperationsvertrag beschlossen. Diese Vereinbarung regelt eine wechselseitige Unterstützung in der Arbeit für Verbraucher und für Betroffene von Gewalt und Kriminalität. So kann eine schnelle Vermittlung der Hilfesuchenden zur jeweils anderen Institution und eine enge Abstimmung untereinander gewährleistet werden. Werbung. Endlich wieder sommerliches Feeling. Sommerfreude Zwickau. Vom 13. bis 22. August im Schlobichpark und ab 15. August auch auf dem Hauptmarkt. Erleben Sie Kultur in vielen Facetten mit regionalen Bands, Kleinkunst, Familienprogrammen oder auch Live-Lesungen, Kino und Silent Party. Kultur gemeinsam erleben. Zur Sommerfreude Zwickau. Vom 13. bis 22. August. Aktuelle Infos auf zwickau.de/sommerfreude. Und? Entdecken Sie den neuen vollelektrischen Citroën EC4. Komfort und Technik auf höchstem Niveau. Auch erhältlich in klassischen Motorisierungen. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region. Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. We'll be right back.
Sanitätshaus Treitschke. Seit 30 Jahren Hilfsmittellieferant in Sachsen und Thüringen. Komm in unser Team. Wir suchen für die Reha-Technik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erfahrung im Umgang mit Patienten und Hilfsmitteln haben. Auch eine medizinische, therapeutische oder technische Ausbildung sind gute Grundlagen. Es erwartet Sie ein freundliches Team, welches einarbeitet und unterstützt. Der Aufgabenbereich umfasst die Anpassung und Versorgung im häuslichen Bereich sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie betreuen Kinder, schwerst mehrfach Behinderte bis hin zur Geriatrie. Die Produktgruppen reichen von Rollstühlen und Pflegebetten, Hilfsmittel gegen Dekubitus, therapeutische Bewegungsgeräte über Medizintechnik bis Pflegehilfsmittel. Aufgrund von verschiedenen Weiterbildungen entwickeln sich auch verschiedene Spezialgebiete. Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung an hcs@treitschke-zwickau.de. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Man findet sie kaum noch. Vier Seitenhöfe, die noch aussehen wie vor 100 Jahren. Um einen solchen, welcher Stadtgut Marienthal heißt, vor dem Verfall zu retten, wurde dem Erwerber, dem Verein Gemeinsam Ziele erreichen, die Auflage übertragen, das einsturzgefährdete 1750 erbaute Torhaus zu sanieren. Heute nun waren die Medienvertreter eingeladen, um den Startschuss zu begleiten. Versammelt hatte man sich im zuletzt errichteten Gebäude der Anlage. Das neue Wohn- und Stallhaus wurde 1840 erbaut. Voller Stolz berichtete der Vorsitzende des Vereins Gemeinsam Ziele erreichen darüber, dass nunmehr bereits sichtbar mit der Sanierung des Torhauses gestartet wurde. Um das auch nach außen sichtbar darzustellen, dass es sich hier um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, präsentierte er uns etwas, was nun hier angebracht werden wird. Er steht also hinten drauf. Achtung! Das ist bestimmt. Vorsichtig anschrauben, nicht annageln. Dieses Emaille-Schild entstand in aufwendiger Handarbeit und wird für viele Jahre seinen Glanz und seine Farben erhalten. Schauen wir in unser Archiv, dann waren wir über die Jahre des Öfteren im Tiergehege an der Waldstraße zu Besuch und hatten auch schon vom Projekt Vier Seitenhof gehört. Heute feiern wir quasi schon ein bisschen den Auftakt der Sanierung dieses Stadtgutes, das Stadtgut Marienthal. Wir stehen hier im Torhaus und haben auch im Hintergrund schon die neue Bullenwand, die da schon installiert worden ist. Wir freuen uns deswegen, weil wir ja über diesen Vierseitenhof das Tiergehege mit bewirtschaften und damit hier auch schon Lagerflächen dann mit schaffen, die wir dann auch brauchen für Unterbringung von Futter, für die Gerätschaften, um das Tiergehege zu bewirtschaften. Weil so groß ist es ja dann nicht, wenn es fertig ist, aber für die Zwecke ist es ideal. Und wir haben es ja damals mal von der Stadt übernommen mit der Sanierungsauflage. Aber ihr müsst dann auch bitte dafür sorgen, dass das nicht in sich zusammenfällt. Das Versprechen und das vertragliche Versprechen haben wir abgegeben. Das wollen wir natürlich jetzt so Stück für Stück erfüllen. Und da ist jetzt dieses Torhaus der Auftakt. Und das wollten wir natürlich auch mit den Medien zusammen so ein bisschen würdig begehen, weil die Anlaufphase war relativ lang. Corona hat uns zurückgeworfen. Und die Planungen, die dahinter standen, haben ja auch ihre Zeit gedauert. Das haben wir ja heute schon gehört. Verformungsgerechtes Aufmaß. Das heißt wirklich Zeit. Der gestern ein junger Mann, der dir da zur Seite gestanden hat. Genau, wir haben da eine Firma natürlich, ne, die Firma Prisa, weil wir sind Jugendhilfeträger und wir kennen uns mit dem Bau überhaupt nicht aus. Und gemeinsam Ziel erreichen heißt an der Stelle auch, immer mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die sich in ihrem Bereich auskennen. Und das sind dann eben die Baufachleute, die uns da quasi beim Bau begleiten, diesen ganzen Bau auch quasi auch beaufsichtigen und mit den Firmen, die ja, sich auch auskennen müssen mit Denkmalschutz, dann zusammen den Plan erstellt haben, wie das hier saniert werden soll.
Am Ende reden wir von einer Zeit von ungefähr 10 Jahren, bis hier alles in Ordnung ist. Und über welche Mittel, Fördermittel reden wir und über Kosten überhaupt? Also wenn ich jetzt tief Luft hole, ja, dann sind 10 Jahre für mich auch so relativ. Das können 10 Jahre sein, das kann auch länger sein. Wenn wir jetzt in einem Torhaus hier stehen, fangen wir mit den Kosten an, reden wir über 200.000 Euro für dieses Haus. Fördermittel haben wir da ca. 10% gekriegt. Das sind in dem Fall genau 20.000 Euro gewesen. Und wenn man dann so aufsummiert und rundherum macht, wir haben einen Planer vorhin gehört, das wirklich aufs Detailgenaue herzurichten, sind wir bei 2,5 Millionen. Die muss man natürlich erstmal auch in Anführungszeichen erwirtschaften. Also man muss Türklinken putzen gehen, man muss Spender akquirieren, also man muss ganz viel machen. Aber man muss mal anfangen und deswegen stehen wir heute hier. Wir fangen mit dem Torhaus an und sind guter Dinge, dass wir da auch weiterhin Erfolg dabei haben, Leute dafür mit aufzuschließen, uns hier zu helfen. Wir sind ja hier in einem Gebiet, wir haben auch schon mehrfach über die Schmetterlingswiesen hier oben berichtet. Die Nutznießer werden am Ende auch die Kinder sein. Genau, also hauptsächlich eigentlich alle Bürger dieser Stadt. Die Kinder, wir haben also hier auch Angebote mit dem Heinrich-Braun-Klinikum zusammen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ja wöchentlich da, nimmt Angebote wahr. Diese Angebote wollen wir ausbauen, das heißt also auch viel mehr noch pädagogisch, auch tierpädagogisch arbeiten. Das ist so unsere Zielrichtung, wo wir hinwollen und das wirklich weiter als Kleinod für diesen Stadtteil entwickeln. Corona hat uns auch da leider sehr weit zurückgeworfen, da es angebahnte Kooperationen mit allen Schulen und Kindergärten schon gab. Ich hatte alle hierher eingeladen, sich das anzugucken und uns unsere Idee mal vorzustellen, was wir machen wollen. Das hat durch Corona wirklich alles verworfen. Das wirft uns, denke ich, auch so 2 Jahre zurück, weil auch Schule und Kitas erstmal mit ihren eigenen Gegebenheiten zu kämpfen haben. Und wenn die wieder normal planen können und dass man überall auch mal hin kann, also insbesondere hierher, dann werde ich wieder einen Anlauf unternehmen und mit denen zusammen eben auch weitere Angebote planen. Neben Jens Juraschka waren auch Diplom-Ingenieur Thomas Maron und Jan Schille mit dabei. Diese beiden werden wohl in der nächsten Zeit den Hut dafür aufhaben, dass aus einem eher maroden Bau wieder ein kleines Schmuckstück wird. Uns interessierte, was die Herausforderungen sein werden. Zum einen die denkmalpflegerische Zielstellung, die wir hatten, dieses Gebäude wieder im Original herzustellen. Baujahr 1750, also viele Herausforderungen und es gibt wenig Eisennägel, es gibt also nur Holzverbindungen, die mit Holznägeln zusammengehalten wurden und das wollen wir auch dementsprechend wieder schaffen. Sie haben aber heute auch was Schönes gesagt, es werden hier Handwerksbetriebe gebunden, die die alte Handwerkskunst noch mal ausprobieren können, vielleicht auch junge Leute, die sich hier einbringen können, was die sonst nie machen könnten. Ja, auf jeden Fall. Es sind ja viele Schwalbenschwanzverbindungen oder jetzt Plattungen, die sonst selten jetzt bei der Zimmerei, bei der modernen Zimmerei benötigt werden. Die Dachstiele werden immer ausgeklinkt und aufgenagelt. Und hier kann man wirklich noch die traditionelle Zimmermannskunst verwirklichen und auch sich daran mal an den Vorfahren messen. Sie haben etwas Schönes gesagt, ein Vorbild ist ja eigentlich, sind die Priesterhäuser, ne? Ja, die Priesterhäuser haben also vom Aufwand her analoge Voraussetzungen gehabt. Wir sind natürlich um einiges älter. Der Vierseithof ist das Wohnstallhaus, ist 1650 gebaut. Priesterhäuser sind natürlich noch, man kann sagen, gut 400 Jahre älter und beginnend. Und dementsprechend gibt es aber doch gleiche Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Bohlenstube, die also hier nahezu komplett erhalten ist und bei den Priesterhäusern ja aufwendig saniert werden musste und auch in der Farbfassung dort neu gestaltet werden musste, was hier aber allerdings noch da ist und dann auch wieder ein lockendes Ziel ist, dieses auch wieder zu erhalten. Sie haben ja mit neuer Technik dafür gesorgt, dass heute etwas darstellbar ist. Genau, wir haben hier ein verformungsgerechtes Aufmaß gemacht. Das hat der Denkmalschutz so gewünscht. War sehr aufwendig, aber wir wollten auch den Handwerkern, die hier die Sanierung durchführen, eine gute Basis bieten, damit wir das auch so und für den Denkmalschutz gerecht
alles wieder machen können. Sie sind ja ein junger Mann, wenn Sie das hier sehen, brennt das unter den Nägeln, sowas umzusetzen? Ist ein sehr schönes, entspannendes Objekt, macht mehr Spaß als manchmal der Neubau, ne, weil man halt wirklich auch mit den alten Sachen gucken muss, wie ist denn die Statik, ne, also das, wie sind die Schiefstellungen, sind die jetzt schon gefährlich fürs Gebäude, was müssen wir machen, ne, also man muss für alles Lösungen suchen, man baut nicht neu, sondern man muss das Alte erhalten und das ist eine sehr schöne Aufgabe. Dann bleiben wir dran und werden berichten, wie das Objekt nach und nach saniert wird. Comedia Konzept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Die Mädels des BSV Sachsen-Zwickau testeten am gestrigen Donnerstagabend gegen den isländischen Vizemeister. Nach einer sehr intensiven Partie trennten sich beide Teams mit 27-27. Für die Westsachsen hieß es heute Koffer packen, denn sie reisen zurück nach Deutschland und nehmen am traditionellen Heinrich-Horn-Turnier der SG 09 Kirchhof teil. Das Turnier startet heute und geht bis einschließlich Sonntag. Mit dabei sind der Gastgeber SG 09 Kirchhof, HC Rödertal, Zweitligavertreter mit TSV Nordharrislee, HC Leipzig, HSV Solingen-Gräfrath, SV Werder Bremen und die Bundesligisten Neckars-Ulmer Sportunion, Dortmund und der BSV Sachsen-Zwickau. Der VfB Auerbach hat am kommenden Wochenende spielfrei. Es ist Pokalwochenende, aber nicht für den VfB. Auerbach konnte sich vergangene Saison nicht für den DFB-Pokal qualifizieren und somit fällt das angesetzte Spiel am kommenden Sonntag gegen Lokomotive Leipzig aus. Lok Leipzig hingegen spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist Bayer Leverkusen. Kein DFB-Pokal, jedoch Liga-Start steht beim VfC Plauen vor der Tür. Die Vogtländer empfangen am kommenden Sonntag Union Sandersdorf auf heimischem Rasen im Vogtlandstadion um 14 Uhr. Die ambitionierte Plauener Truppe will gleich mit einem Sieg in die Saison starten. Werbung. Ich freue mich sehr, hier im Sportplatz wieder trainieren zu können. Ich war lange Zeit nicht in Zwickau, bin jetzt aber wieder zurückgekommen. Und ich hatte eine sehr große Verletzung am Knie. Und dank der Antje, die mir wirklich einen super tollen Trainingsplan geschrieben hat, bin ich wieder richtig fit geworden. Und jetzt auch mit den neuen Geräten, gerade mit den Heust-Geräten im Hammer-Gym, ist einfach super zu trainieren und ja, macht einfach viel Spaß. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Ab 20 Euro im Monat. Infos auf pure.com. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Samstag starten wir mit viel Sonne in den Tag. Gegen Nachmittag zieht sich der Himmel zu und am Abend müssen wir mit Regenschauern rechnen. Das Quecksilber klettert bis auf 24 Grad.
Am Samstag erreichen wir dann zwar nur noch Tageshöchstwerte von 22 Grad, aber wir dürfen uns bei einem Leichtbögenwind auf 10 Sonnenstunden freuen. Mit einer ähnlich freundlichen Wetterlage starten wir in die neue Woche. Bei Temperaturen um die 23 Grad dominiert am Montag die Sonne den Westsachsenhimmel. Nur harmlose Wolken ziehen ins Sendegebiet. Auch der Dienstag wird aus heutiger Sicht ein recht schöner Sommertag. Bei einem Sonne-Wolken-Mix erzielen wir Tageshöchstwerte um die 22 Grad. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Liebe Zuschauer, das war tagaktuell vom Freitag und für diese Woche. Ich verabschiede mich nun von Ihnen ins Wochenende. Wir sehen uns wie gewohnt in der kommenden Woche wieder. Genießen Sie die zwei freien Tage. Ich hoffe, das Wetter wird passen. Und wenn Sie Lust haben, werfen Sie doch mal einen Blick in unser Programm. Denn da läuft wie immer unser Wochenrückblick. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Machen Sie es gut.